Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auf Karlskreuz-Kanal und es ist Sonntagmorgen um 7:30 und es ist so ein schöner Morgen, dass wir einfach jetzt mal zusammen uns den Teich anschauen, uns die Natur anschauen, die Stille genießen, das Vogelgezwitscher, einfach mal schauen, wie es aussieht am Teich und ob es was Neues gibt und natürlich wird es auch bald wieder Kois zum Verkauf geben. Das wollte ich natürlich mitteilen, weil viele schon gefragt hatten. Und ja, dann machen wir mal einen kleinen Gang zum Koi-Teich. Kommt mal mit. Apfelblüte, die kommt gerade. Sehr schön. Ach, wunderschön. Ich gehe mal jeden Morgen einmal zum Teich und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ob zum Beispiel noch Futter im Automat ist oder ob das Netz irgendwie defekt ist, ob irgendwelche Kormorane wieder da sind, die ich dann wegscheuchen muss. Das passiert schon. Also da muss man ab und zu mal schauen. So, und hier sind wir da. Die Vegetation außenrum ist noch ein bisschen braun vom letzten Herbst. Die habe ich noch nicht abgemäht, denn hier habe ich noch ein Projekt vor, da erzähle ich euch später von. So, hier sind die Koi. Ja, die warten schon, ne? Ich glaube nämlich, der Automat ist leer. Den muss ich nachher mal auffüllen. Ja, ja. Geiern schon wieder, ne? Aber denen geht's sehr gut. Sind wieder kräftig gewachsen schon dieses Frühjahr. Und wie ihr wisst, meine Koi, die fressen auch, wenn es kalt ist, sehr gerne. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die waren einfach schon wieder sehr früh aktiv dieses Jahr. Schon im Januar, Februar habe ich sie gefüttert. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe ja dieses Schwimmnetz hier. Da habt ihr ja auch vielleicht mal ein Video gesehen. Und da ist tatsächlich ein Koi reingesprungen. So nach dem Motto, hey, ich möchte irgendwie jetzt mal woanders sein. Und er scheint sich da so sehr wohl zu fühlen. Wunderschön. Hallo Mama Koi, na, wie geht's? Alles klar? Und in dem Netz sind ja auch noch Jungfische. In einem Video habe ich auch gezeigt, dass wir also das Netz wieder reingepackt haben und da wirklich ganz kleine Koi mit drin, weil wir gesagt haben, komm, wir lassen die drin. Die sind immer noch drin. So, jetzt hole ich aber mal gleich bisschen Futter. Wir wollen kurz den Automaten auffüllen und dann wollen wir mal schauen, dass die Koi vorbeikommen. Die hören uns jetzt schon, wenn wir hier sprechen. Und dann kommen sie gleich an und schauen mal, ob es was gibt. Aber die sehen alle sehr gut aus. Alle gut genährt. Keiner irgendwie schmal besonders oder so. Das ist ja auch wichtig. Da schaue ich dann auch immer nach. Ja, ihr hört das vielleicht in der Ferne. Wir haben ja im Moment viele Kanadagänse, die hier nach Futter suchen in der Region. Wir hatten hier auch schon welche. Natürlich, dieses Kormoran-Netz, was ich drüber habe, hält natürlich die Gänse davon ab, dass sie jetzt hier sich dauerhaft einfinden und hier nach Futter suchen. Das wäre auch nicht schön, wenn sie dann hier ins Wasser kacken würden und sowas. Das muss nicht sein. So, aber wir wollen jetzt ein bisschen Futter holen und einmal die Koi füttern. Das wir mal alle zu Gesicht kriegen oder fast alle. So, jetzt habe ich mal das Futter geholt. Das ist der gute Koi-Mix von der Firma Aquaforte. Den fressen die sehr gerne. Ist nicht ganz so fettig, nicht ganz so viel Öl drin. Aber das hat ja die Firma Aquaforte mir mal zugeschickt. Und ich muss echt sagen, die fressen es gerne. Und ich habe das Gefühl, dass ihnen das auch gut bekommt. Übrigens nochmal einfach zu diesen Futterautomaten ein paar Sätze. Und zwar bin ich damit sehr zufrieden. Das Gerät funktioniert wirklich zuverlässig. Hat immer Strom gehabt.
Da ist ja ein Akku drin, das wisst ihr vielleicht noch. Da gibt es ja auch ein Video, wie wir den montieren, einstellen und programmieren. Und die Solarzelle erfüllt wirklich zu 100% den Zweck. Sogar im Winter, wo es bewölkt war und regnet hat wochenlang, hat das Ding Strom gehabt. Das heißt, das funktioniert, das Konzept. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese Verlängerung, die oben drauf war, runtergenommen, weil der war, wenn er voll war, so schwer, dass dieser Pfosten, das ist ein Kunststoffpfosten, der ist nicht so stabil, wie ich dachte, hat sich schon etwas geneigt. Das funktioniert noch, wir testen das jetzt auch gleich mal. Das Futter fällt gut raus, also das ist jetzt zwar schief, aber das geht trotzdem gut. So, jetzt kommt die erste Ladung. Zack. Und die warten natürlich schon. Schaut euch gerne nochmal das Video an, wie ich den eingebaut habe und eingestellt habe. Und das kann man ruhig so machen mit der Solarzelle. Man hat dann den Akku, die wird von der Solarzelle ja geladen. Und das läuft wirklich gut, muss ich sagen. Ansonsten, also außer dass wir mal diesen Pfahl richten werden, dass das wieder gerade steht, habe ich hier vor, diese Stöcker, die ich hier mal verwendet habe, um das Kormorannetz zu halten. Die gammeln natürlich schnell ab. Das sind einfach so ein paar Stöcker bei mir aus dem Wäldchen da hinten, aus dem Birkenwäldchen. Bedeutet also, ich möchte, dass die ersetzen. Ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, oh nein, das ist ja zu unnatürlich, aber ich möchte hier einen Zaun drum machen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen brauche ich sowieso Pfosten, um das Kormorannetz dauerhaft stabil und oben zu halten, denn wenn es so nach unten sich beugt, wie jetzt teilweise, oder nach unten zieht, dann ist das einfach schlecht. Das reißt hier, also hier hängt das jetzt so komisch, zum Beispiel. Das hängt hier so. Das reißt ja kaputt. Also das ist an einigen Stellen schon gerissen. Noch nicht flächig, also flächig ist das noch in gutem Zustand. Das heißt, ich werde möglichst dünne Pfosten nehmen, sprich die müssen aus Metall sein, aus meiner Sicht, verzinktes Metall. Ja, wenn man jetzt hier so sieht, wie die komischen verrosteten Dinger hier stehen, schlechter wird es nicht aussehen. So, und wenn man jetzt diese Pfosten drum hat, die sind ungefähr dann 1 Meter hoch, dann reicht das Netz natürlich nicht hinter den Pfosten bis zum Boden, bedeutet, man muss von außen noch eine Art Gitter dran machen. Ähnlich wie so ein Maschendrahtgitter werde ich da nehmen. Möglichst natürlich eine unscheinbare Farbe. Ein Sicherheitsaspekt nicht nur gegen Kormorane und Co., sondern auch gegen Kinder, die hier vielleicht mal auf dem Grundstück spielen. Bedeutet, der Teich wird natürlich Naturteich bleiben, aber optisch sich jetzt so ein bisschen an bestimmte Gegebenheiten anpassen müssen. So, und das wird so dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Da freue ich mich auch drauf. Das wird ein tolles Video, ein tolles Projekt. Und in dem Zuge wird auch hier das alte Gras abgemäht. Das heißt, wir haben einmal rundherum den Teich wieder sozusagen kahl. Aber natürlich mähe ich nicht hier irgendwelche Lilien, die schon wachsen, ab. Also das Grüne versuche ich dazu. Den Ampfer müssen wir mal gucken. Der kann wahrscheinlich erstmal weg. Der wächst ja auch verdammt schnell nach. Aber hier die Binsen aus dem letzten Jahr, die trocknen, die mähen wir einmal weg. Und was wichtig ist, was man natürlich auch wegmähen muss, sind solche Geschichten hier. Und zwar sind das einfach Weiden. Und die Weiden, die wachsen so schnell, die muss man natürlich zurückschneiden. Sonst hat man hier irgendwann so ein Waldufer. Ein Waldufer muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das heißt, natürlich ist das ein Naturteich, aber natürlich ist das auch ein Teich, den man in seiner Form und so weiter natürlich beeinflusst. Klar, man kann nicht einfach alles so wachsen lassen, wie es wächst. Kann man, aber dann ist es halt nicht mehr zweckerfüllend für das, was wir ja hier machen wollen. Und das ist Koi im Naturteich halten. So, ja, das war doch ein schöner Ausflug hier zum Teich heute Morgen. Ach nee, eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar,
gebe natürlich immer ein bisschen Futter hier in das Schwimmnetz. Der eine Keul, der da reingesprungen ist, und jetzt ohne Spaß, der ist da wirklich reingesprungen. Ich habe den da nicht reingesetzt. So, jetzt geben wir dem ein bisschen was, weil da kommt natürlich der Automat nicht hin. So, und jetzt werdet ihr da die ersten kleinen Koi sehen. Ich komme jetzt nicht näher ran mit der Kamera. Da hinten. Da ist auch einer, ein etwas hellerer. Ich werde da jetzt mal reinzoomen ins Bild, auch wenn es vielleicht nicht mehr so scharf ist. Aber das sind die Koi von letztem Jahr. Die sind jetzt vielleicht so 12 cm groß. Und davon werde ich natürlich auch welche abzugeben haben. Der da reingesprungen ist, der Große, das ist ein sehr schönes Tier. Boah, schöner Kopf, Wahnsinn. Ja, also ich werde nochmal versuchen, demnächst die kleinen Koi nochmal besser zu filmen. Beziehungsweise wir werden natürlich dann wieder Koi zeigen in separaten Videos, wo wir sie rausholen, in die Wanne setzen, so ein bisschen bewerten. Ja, mit diesen schönen morgendlichen Bildern verabschiede ich mich. Wünsche allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf Karls Koi-Kanal.